nächster Rede habe ich das große Vergnügen, unseren Bürgermeister, die Landesmutter sozusagen, vorzustellen, Herrn Klaus Wowereit. Als Landesmutter hat man mich auch noch nicht bezeichnet, immerhin. Liebe Frauen, liebe Männer, liebe Kinder, herzlich willkommen zur Abschlusskundgebung des Christopher Street Days 2006 hier in Berlin an der Siegessäule. Seid ihr gut drauf? Das ist noch steigerungsfähig. Seid ihr gut drauf? Ist euch so heiß wie mir? Ja. Es ist ein heißer CSD und so sollte es sein. Ich freue mich, nachdem wochenlang hier zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor die Fanmeile Millionen von Menschen hierher gezogen hat, nachdem letzten Samstag hier die Love Parade über 1 Million Menschen hergezogen hat, dass heute Hunderttausende beim Christopher Street Day da sind, bei dieser machtvollen Demonstration für Gleichberechtigung, gegen Diskriminierung und für Toleranz. Es ist nicht nur eine Demonstration der Schwulen, der Lesben und der Transgender-Menschen, sondern es ist eine Demonstration aller anständigen Menschen, die wollen, dass wir gemeinsam eine Zukunft haben, dass wir gemeinsam friedlich in einer Stadt leben. Und das wird heute eindrucksvoll demonstriert. Verschiedenheit und Recht und Freiheit, das ist das Motto des CSD. Jeder wird sich auch etwas anderes darunter vorstellen, aber Verschiedenheit ist notwendig. Und wir wollen in einer Stadt, in der Berlin mit vielen Menschen zusammenlebt, hier stellvertretend für alle Minderheiten in dieser Stadt auch eins deutlich machen. Es geht nur gemeinsam und dazu gehört es, dass wir uns gegenseitig respektieren, dass wir die Freiheit des Einzelnen respektieren, wenn er die Freiheit der anderen respektiert. Und wir lassen uns eine offene Gesellschaft nicht kaputt machen von wenigen Verblendeten, die immer noch nichts gelernt haben, die immer noch Feindschaft predigen, die immer noch Intoleranz predigen. Und es ist unsere Aufgabe, die Aufgabe der absoluten Mehrheit, Flagge zu zeigen, einzuschreiten, gerade auch im Kleinen. Was passiert täglich auch in dieser Stadt? Kinder werden diskriminiert, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben. Schwule Lesben werden angegriffen, nur weil sie anders sind. Und wir müssen das in der Schule verhindern, wir müssen das in der Familie verhindern, wir müssen das in der Öffentlichkeit verhindern, am Arbeitsplatz. Das ist die Aufgabe nicht der Minderheiten allein, das ist die Aufgabe auch der Mehrheit, dafür zu sorgen, dass wir alle miteinander friedlich leben können. Wir haben in Deutschland und auch in Berlin vieles erreicht. Wer möge das bestreiten? Und das, was heute möglich ist, war vor Jahren nicht möglich. Ich freue mich, dass die Regenbogenfahne vor den Berliner Rathäusern gehisst wird. Vor 5 Jahren, weiß ich noch genau, war es etwas Besonderes, dass ich das erste Mal vom Roten Rathaus die Regenbogenfahne gehisst habe. Heute ist es beim Roten Rathaus und bei 11 Rathäusern in der Stadt möglich. Nur in Reinickendorf ist es immer noch nicht möglich. Und wir müssen dafür sorgen, dass das auch in Reinickendorf möglich sein wird. Und wir haben leider auch noch genügend zu tun mit dem schwulen Überfalltelefon. Die haben auch immer noch zu tun und deshalb müssen sie unterstützt werden. Und wir werden demnächst auch die Respekt-Games haben, die auch deutlich machen, wir wollen auch im Sport Respekt haben. Und ich würde mich auch mal freuen, wenn die nächste Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet, dass auch mal jemand dabei ist, der sich öffentlich bekennt, auch als Fußballer homosexuell sein zu dürfen. Ich freue mich, dass der CSD wieder sehr politisch ist heute. Und ich möchte mich bei Jan Saloch und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern bedanken, dass sie wieder diesen CSD so organisiert haben. Es ist viel ehrenamtliches Engagement dabei. Ohne die Unterstützung von vielen, die ehrenamtlich diese Demonstration organisieren, wäre das nicht möglich. Ich möchte im Namen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer euch Dank sagen für diese hervorragende Arbeit.
Und ich möchte auch Dank sagen all denjenigen, die tagtäglich ehrenamtlich in Hospizen, in Organisationen, in Institutionen als Einzelpersonen Mitmenschlichkeit praktizieren, dadurch, dass die Menschen, die Hilfe brauchen, Hilfe geben. Ohne dieses ehrenamtliche Engagement wäre vieles im Bereich der AIDS-Hilfe oder in anderen schwul-lesbischen Organisationen nicht möglich. Auch all denjenigen, die das tagtäglich machen. Und jeder weiß, wie schwer die Arbeit ist. Ein recht herzliches Dankeschön gesagt. Und bleibt weiter bei der Sache und gewinnt noch mehr Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Heute wird wieder der Zivilcourage-Preis vergeben. Und ich finde es gut, dass stellvertretend für die vielen Spanier und Spanierinnen, die mit dafür gesorgt haben, dass in Spanien eine Offenheit entstanden ist, dass dort eine Ehe möglich ist, dass eine liberale Gesellschaft in dieser katholischen Gesellschaft möglich ist, die den Mut bewiesen haben und dafür heute ausgezeichnet werden, wie Herr Zapatero und seine Mitstreiter und Mitstreiter, die Gesetze erlassen haben, die Gleichberechtigung eben nicht nur als verbalen Akt darstellen, sondern auch tatsächlich gesetzlich durchgesetzt haben. Denen auch ein großes Dankeschön. Und unsere Solidarität. Unsere Solidarität, das ist eben in der Eingangsansprache schon deutlich gemacht worden, geht selbstverständlich auch unseren Mitstreiterinnen und Mitstreitern in Polen, in Russland oder in anderen Ländern, die leider nicht die gleichen Rechte haben wie wir, die noch kämpfen müssen, dass solch eine Parade wie selbstverständlich stattfinden kann. Und diese Solidarität gehört unseren Vertreterinnen und Vertretern in Polen, in Russland. Und wir haben wieder gesehen, wie schwer es war, wie Menschen angegriffen worden sind, Volker Beck beispielsweise in Russland, wie andere inhaftiert worden sind und wie schwer es war, in Warschau endlich mal eine Pride genehmigt zu bekommen. Da ist noch viel zu tun. Wir können es nicht lösen, es mussten die Gesellschaften auch selber lösen. Aber unsere Solidarität, die geht nach Warschau, die geht nach Russland, nach Moskau und die geht nach Riga und sonst wohin, wo Intoleranz immer noch auf der Tagesordnung steht. In dem Sinne freue ich mich, dass heute so viele gemeinsam für eine freie Gesellschaft, für eine offene Gesellschaft hier auf die Straße gegangen sind. Wir wollen Freude dabei haben, aber wir vergessen auch nicht die politische Botschaft. Nur gemeinsam in einer offenen, toleranten Gesellschaft werden wir zukunftsfähig sein. In dem Sinne noch einen wunderschönen CSD 2006 hier in Berlin. Alles Gute! Meine Damen und Herren, unsere Bürgermeister Klaus Vorbereit und nochmal einen großen Applaus auch für Jan Salloch vom CSG Berlin. Vielen Dank. Großer Applaus bitte. Komm mal.